Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja Freunde, ich bin wieder am Start mit dem SBB. Letztes Mal hatten wir ein 30 Mio SBB. Das kam auch ganz gut an. Danke für den Support. Und heute, Leute, meine lieben Freunde, haben wir ein 40 Mio SBB. Und auch wieder einen ganz besonderen Partner am Start. Und zwar Enzar. Was geht ab? Was geht ab, Freunde? 40 Millionen SBB gegen Ibro macht auf jeden Fall, glaube ich, jetzt keinen Spaß nach dem Discards. Aber freue mich auf jeden Fall, hier am Start zu sein. Ich kenne Enzar auch schon länger. Habe ihn auch schon persönlich getroffen. Sehr, sehr sympathischer Typ. Könnt ihr auch gerne mal abchecken, Freunde. Supporter lassen, kostet nichts. Lasst ein Like da. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, Enzar discardet ganz schön viel am Ende. Ich nicht. Ich würde sagen 2800 Likes. Tschü, übertreib nicht. Doch, vertrau mir. Wer macht ein 40 Mio SBB mit Full Icons? Stimmt, Leute, wir haben voll vergessen zu sagen. Full Icon, ja. Und Hero 40 Mio SBB. Und wir haben einen Totti, habe ich mir noch genommen, als Joker. Kann man auch mit zumachen. Ja. Dafür kann man schon mal 2800 übertrieben, aber lassen wir mal 1800 Likes, Leute. Das klappt, wenn einfach jeder mal ein Like da lässt. Wirklich, das ist ganz easy. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, ihr seid die Besten, aber ich fange jetzt mal an. Ich halte rein. Zwei Spieler, deinen RM und Stürmer. Okay. Mein RM Stürmer. Okay, mein Starspieler, wie du siehst, ist ja Eusebio Team of the... Was heißt Team of the Season, wollte ich sagen. AXN. Ja, Jungs. Irgendwas passiert hier. Auf jeden Fall linker Stürmer, Cruyff Prime. Und rechts Mittelfeld habe ich Garrincha Prime. Ich glaube nicht, dass du Garrincha aufgeschrieben hast. Ja, ich habe Garrincha nicht, das stimmt. Aber Cruyff wusste ich einfach. Hast du ihn bei meinem Stream gesehen? Oder hast du alle nein, aber wirklich nicht. Nein, nein. Ich habe einfach... Viele nehmen Cruyff immer im Sturm. Deswegen... Nein. Junge, wie sie direkt erraten hat. Bist du direkt links Bronzekeeper oder normaler Stürmer? Kannst schon Bronze machen. Weil du bist ja schon so ein Skiller und so, machen wir den schlechtesten einfach. Also Bronze Keeper? Ja, ja. Ja, okay, komm, ich mach einen Türken rein, let's go. Und ich sag dir ehrlich, ich glaube, ich hab dich. So, dann fang ich mal an. Im Sturm, meine lieben Freunde, hab ich. Im Sturm habe ich Eto'o World Cup. Links. Ein ganz, ganz krasser Spieler. George Best Foot Birthday. Ich bin voll NPC geworden, ich bin einfach Eto'o World Cup in einem 20 Minuten SUV. Nein, du kannst beide behalten. Ich habe einfach rechts aufgeschrieben, mein Kopf hat nicht mitgemacht. Ich habe Jorginho und Pelé aufgeschrieben. Das heißt, du hast auf jeden Fall auch beide behalten, ne? Yes, Leute, 1-0 für mich. So, Freunde, es ist Zeit, Ibro Abla zu brechen. Ich halte rein, Ibro, komm. Ich geh nochmal dran, komm, bitte. Ja, okay, dann, ich fange mal an rechts, Leute. Wie gesagt, es wird teuer, aber genau das ist der Sinn von einem 40 Mio SBB. Und schon wieder finde ich den Spieler nicht perfekt. Said Al-Oyvaran Foot Fantasy rechts. Dann, in der Mitte haben wir noch, ey, wirklich, die werden einfach mit Jan gezeigt. Aber auf jeden Fall Prime, Zidane und... Auf jeden Fall, Chat. Letztens gezogen, Foot Birthday Lothar Matthäus. Stark. Ja, Lothar Matthäus. Ey, du bist heute so gut. Ich habe Jorginho Vieira aufgeschrieben und im Mittelfeld, ich habe Makalele aufgeschrieben. Ich dachte, vielleicht gehst du auf den Team of the Year. Ah, okay. Ich habe jetzt, ehrlich Angst vor deinem Zidane, ne? Mach mal Bronzekeeper rein. Mach mal Bronzekeeper. Said und so schon. Mach mal Bronzekeeper rein, statt Zidane. Ach, du hast ihn gesniped. Ja, ja. Ich habe Jorginho Vieira und Zidane aufgeschrieben, deshalb Zidane. Ich hatte rein. Okay, let's go. Ich habe auch immer so Kurzzeitgedächtnis. Ich muss immer dreimal raufschauen, was ich habe. Aber guck mal, links Mittelfeld ist eine First Owner, ne? Carewell Foot Fantasy. Ja. Das 800k oder so. Dann habe ich Vieira World Cup. Und als rechten Zettel, den habe ich gezogen aus 88 plus Hero Pick. Freud. Yaya Touré. Der. Was? Du hast den gezogen? Ja, ja, der Trophy Titan, genau. Ja, ja, okay, ja, gut. Ich habe aufgeschrieben Ronaldinho, Coit und Patrick Vieira. Oh. Auf die Bank, auf die Bank, auf die Bank. Ich weiß auch nicht, einfach manchmal ein Gespür. Es geht weiter, ich habe zwei Außenverteidiger aufgeschrieben und beide auch gesniped. Okay, mein linker Verteidiger, ich glaube nicht, dass du den aufgeschrieben hast, weil ich glaube, du gehst auf Cap de Villa. Aber ich habe Ashley Cole, Team of the Year. Und als Rechtsverteidiger, den könntest du haben, ist Zanetti. Oha, ich habe beide aufgeschrieben. Was laberst du? Spaß. Lass den.
Ich hab Hakimi, weil ich dachte, du nimmst da den Totti und Captivia, du hast recht. Ja, stark. Siehst du? Komm, ich halt direkt rein. Und ich warte, Ebru. Der Ebru kommt auch aus Konya, ne? Deswegen, ich schick dich jetzt zurück nach Konya, Ebru. Komm. Ja, Leute, rein. Wir kommen einfach aus der. An alle Türken, die das gucken, ihr wisst, das ist immer so richtig krass, weil Türkei so groß ist. Wir kommen einfach aus der gleichen Stadt aus der Türkei. Ja, Mann. Klassischer Wasserzufall. Ehrlich. So, ich mach weiter mit. Und deswegen, ich habe ein Gespür für deine Außenverteidiger. Bitte. Ja, vielleicht, du hast ja eben schon mal so richtig angedeutet, woran ich denke, mit Captivia. Ich habe wirklich Captivia und Cafu. Stark. Ich habe eigentlich Zanetti Toki und ich hatte, bevor du angefangen hast, schnell geändert, vor ein paar Minuten, habe Roberto Carlos gehabt, habe aber Captivia geschrieben. Deshalb, Captivia kann auf jeden Fall raus. Du kannst einen Türken auch spielen als Linksverteidiger, Ebru. Mann, ja, okay. Ich tue ja Ding, ich habe ja diese Tafel nicht mehr. Ich mache immer über Handy. Ich mache über Instagram Dings gemacht. Ich habe eine Story gepostet, Alter. Vor 20 Minuten einfach so dumm, ohne Sinn. Einfach, da steht sie dann wie ihr. Leute, schreib mir, was laberst du? So, und ich mache auf jeden Fall dann weiter mit den beiden Innenverteidiger und den Torhüter. Und ich sag mal so, guck mal, ich habe einen Torhüter weggestrichen, habe einen neuen gemacht. Und ich wette mit dir, es ist der weggestrichen, ne? Aber ich halt einfach mal reinkommen. Ja, ich habe irgendwie auch gar kein gutes Gefühl mehr, aber einmal, Lucio. Komm schon, Ebru, sag es. Sag es, Ebru. Sag es, Ebru. Tonsi Türke, Tonsi Türke. Totti. Nein! Edamil Totti. Okay. Warte, Torwart. Torwart, Bronze Türke, bitte. Und Torwart ist... Pandasa. Nein, ist kein gutes Zeichen. Maldini, Vidic und guck mal, ich habe vorher weggestrichen, ne, den Bandesa und hatte Tschech am Bandesa hingemacht. Deswegen, du kannst auf jeden Fall mit Bronze-Türke spielen. Geil. Torwart auch. Ich merke bei dir, ich habe überhaupt keine Heroes aufgeschrieben, weil ich dachte, okay, die wird mich dribbeln. Die wird nur mit Icon spielen. Aber ich gehe mit der Innenverteidigung weiter. Und ich glaube, ich werde kein Türken spielen, also kein Bronze-Spieler. Ich fange an mit Puyol, danach Vidic und im Tor Casillas. Easy, alle drei. Oh mein Gott. Was? Wie kommst du auf Puyol überhaupt? Ich hab mir im Primary gedeckt und ich dachte, ich spiele jetzt einfach. Ach, wie kommt man auf Puyol? Egal, aber ich habe Casillas aufgeschrieben. Was? Ja. Niemals! Doch, wir haben einfach beide Bronze dauert. Oh mein Gott, ey. In Konya brennt's, ich sag dir ehrlich. Okay, Freunde, es ist soweit. Ich habe drei Bronze-Spieler, Ender hat auch drei Bronze-Spieler und Türken. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt beim Match. Let's go. Ey, guck mal, wie findest du meinen Teamnamen? Ey, guck mal, du willst einfach nicht zwingen, dass ich 1,85 bin. Sag einfach, ich bin 1,60. Leute, Ender ist fast so groß wie ich. Also er ist so ein bisschen größer. Er ist wirklich 1,60. Ich habe ihn in Real getroffen. Wie heißt dieses Mikroskop? Ich gehe an Ebru vorbei. Ich muss fünfmal nach unten gucken, dass ich sehe. Ich so, Ebru, bist du das? Sie schaut so ganz nach oben, so bis 2 Meter, weißt du? Puh. Boah, so geil, richtig geil. Spieler Aloy Varane. Guck mal, der kann einfach durchlaufen. Ey, geh doch an, Mann. Ey, guck mal, was du machst! Ja. Oh mein Gott! Ey, Mike, hau endlich Musik rein, jetzt wird geschwitzt. Sie gibt mir greedy. Ja. Schicke. Oh mein Gott. Guck mal, weißt du, dass der Lieblings... Ach man, ich wollte die Lieblingsjudel von anders zeigen. ich kann einfach nichts machen, ich muss Bronzestürmer und so, Bronzetorwart und so. Sie demoliert mich einfach. Das ist der Lieblingsjubel von Anders. Der macht dann. Ey, Jungs, ich hab's einfach gewinnen lassen. Wisst ihr? Man muss einfach korrekt sein. Ich war so am Cheaten. Ich weiß, wo nicht passen soll. Ich sehe nur Bronzespieler. Ah, perfekt. Ja. Oh mein Gott.
Mann, Josh Kuhn ist besser als Greninja. Ich komme nicht mal bei diesem Typen vorbei. Achso, wieso schieße ich gar nicht? Ah. Oha! Ja, du hast ja Bottenspieler. Bitte. Wetten hält ihn. Nein, ich hab rot getroffen. Ich bin, oh mein Gott! Und der geht auch noch rein! Er ist zu schnell einfach. Ja, geil. Geil. Und? Oh mein Gott! Ey, Schicke! Oh, guck mal, ich kann das nicht mehr. Noch einmal, ich mach gleich ein Anzeigevideo, an dem wir noch einmal jubelst, hör auf damit. Ja. Eine Chance noch, bitte. Bitte, ey, wenn ihr mich liebt. Josh-Kun, wer ist das? Oh, ich siebe gegen Josh-Kun. Kann Josh-Kun so schnell sein? Oh Gott, der ist schnell. Wieso ist der so schnell? Das Spiel ist so verkauft. Das Spiel ist so verkauft, ich schwör. Oh mein Gott. Das habe ich noch nie gesehen, ne? So, Freunde. Ich bin wirklich nicht gut darin, aber ich werde jetzt einfach vereinzelt, einfach. Ich werde keine Reihe nehmen, ich werde einfach vereinzelt irgendwelche Positionen. Ey, guck mal, wenn du jetzt wirklich euch sieben ignorierst, ist es kein Spaß, ich blockiere dich. Ich kenne dich aber nicht mehr. Oh mein Gott. Boah, komm, so doch einer muss dabei sein. Also, Leute, ich discarde für euch einmal den. Das habe ich lange nicht mehr genommen. Einmal Torwart. Okay. Nehmen wir linker IV. Aha. Und linker Mittelfeld. Du hast getroffen. Oh, trotzdem. Guck mal, ich sag mal so, du hast nicht Eusebio oder Turin getroffen, da bin ich auf jeden Fall erleichtert. Du hast getroffen Puyol, Ersu, den Bronzespieler. Aber Carewell Foot Fantasy, der kostet 700.000. Boah, ich wusste, ich drehe einen Bronze, Leute. Also ja, okay, 700.000 ist ab. Mit Puyol hast du 800k getroffen. Ich gebe den jetzt einfach ab und dann sehen wir uns bei der SBC. So, Freunde, wir sehen jetzt die SBC. Puyol und Carewell sind die SBC. Ich gebe einfach mal ab. Und ist weg. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, auch in der Kombi, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Supporten kostet nichts, ist kostenlos, Leute. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir die 1500 Likes knacken, dann machen wir ein 50 Mio SBB beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, haut rein, seid die Besten und ciao, ciao.